Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Zelda. Und wir haben beim letzten Mal das Werk hier wir haben es geschafft. Und Zelda konnte durch das Portal, was da hinten zerstört liegt, flüchten. Und jetzt sollen wir zum Siegelhain und dort mit einer Seherin sprechen. So. Du warst drinnen? Was sagst du? Gibt es einen weiteren Eingang? Du hättest mir früher sagen sollen. Ich hatte schon aufgegeben und war nach Hause aufgebrochen, aber dann hörte ich diesen Lärm und bin zurückgekehrt. Jetzt kann ich das Innere erforschen und danach will ich zum Siegelhain. Ich habe zu tun. Na, dann werden wir ihn wohl auch da treffen. So. So. Okay, wir können ja direkt hier nach Hause fliegen. Wir müssen ja gar nicht großartig hier spielen. Wir können einfach sagen, wir wollen direkt zum Wolkenmeer. Das machen wir auch. Zack. Yes. Ab dafür. So. Hui. Sollen wir kurz auf die Karte gucken? So, wir sollen... Das ist gar nicht, was alles heißt hier, ne? Vielleicht fliegen wir aber erstmal zurück zum Wolkenhort. Und gucken mal. Ob wir da irgendwas Neues in Erfahrung bringen. So, hier bin ich kurz runter. Direkt zum Markt rein. Gut. Gucken, ob wir ein paar Sachen eingesammelt haben, die wir vielleicht beim Marktplatz nutzen können. So. So, hier. Er will ja gerne nur Sachen verkaufen. Bogen haben wir ja noch nicht. Aber vielleicht kann er uns ja irgendwas... Was hat sie denn hier für Leckeres? Hallöchen, bei mir kannst du Items lagern und gelagerte Items wieder an dich nehmen. Möchtest du das Itemlager nutzen? Klar. Also gut, nur zu. Kann ich die Sachen alle reinpacken? Okay. Ja, aber eigentlich will ich gar nichts lagern gerade. Ich will nur gucken, ob es geht. Super. Vielen Dank und so. Danke. Reden wir mal mit dem guten Mann hier. Alter, verbessern. Hast du da irgendwas reparieren von mir? Also, könnte ich jedenfalls verbessern. Was würden wir gerne verbessern? Das Ding? Können wir nicht. Das Ding? Können wir nicht. Das Ding? Können wir nicht. Mein Schild? Können wir machen. Jetzt ist die Frage, ob es sich lohnt, ne? Warten wir erstmal mit. Was sind denn Taschen hier? Deko-Tasche? Na, die Bombentasche wäre cooler eigentlich. Müssen auch eine Monsterklaue brauchen wir dafür noch. Gut. Boah, auch nicht so viel. Gut, gehen wir wieder raus. So. Zum Siegelhain. Waren wir da schon mal? Ich bin mir nicht so sicher. Tief im Wald. Nee. Gut, dann müssen wir, glaube ich, einfach wirklich mal ein bisschen plattern. Und Sprung. Und dann klappen wir mal die ganzen Inseln jetzt ab, wo wir gerade mal sind. So, pass mal auf. Die Karte. Und dann setzen wir unsere Markierung als erstes mal. Und die ist, da sind wir rausgekommen, ne? Da wollen wir hin, also in die ganz andere Richtung. Zurück. Da hinten. Okay, es dauert ein bisschen, aber vielleicht können wir ja durch so ein cooles Wurmloch nochmal fliegen. Lecker. So, das machen wir auch da oben. Dann klappern wir die ganzen Inseln mal ab da. Guck mal, da waren wir noch gar nicht. Oh.
Okay. Mal da reingehen. Oh, du bist Shansen. Ich komme hier nur selten zu Besuch. Wer bist du? Wie? Du hast noch nie von mir gehört? Ich war im Wolkenort als Model tätig. Oder kennst du vielleicht das amtierende Model Pika aus dem Itemlager? Ich bin ihr Vater. Zu viel Emotion für dich. Ja, ach, die jungen Leute von heute. Dies ist mein kleines geheimes Refugium, in dem ich meine Schwertkunst trainiere. Einst war ich bekannt als Model von Wolkenhort. Doch durch den ganzen Stress und meine Tochter habe ich ein paar Pfunde zugelegt. Deshalb trainiere ich täglich hier. Bambus zu schneiden hält nämlich natürlich fit. Wie sieht aus, Chance? Willst du trainieren? Klar. Das wollte ich hören, also lass mal los. Okay. Du musst einfach nur diesen Bambus in kleine Stücke schneiden. Wollen wir doch mal sehen, wie viele du schaffst, bevor der Bambus umfällt. Je mehr Stücke du schneidest, umso höher ist die Chance auf einen tollen Preis. Also, was meinst du? Boah, mach mal. Okay. Okay. 12 Mal? War das viel? An deiner Schwerte musst du noch arbeiten. Versuche mindestens 15 davon. Okay, machen wir nochmal. Kaum zu glauben, dass du dich damit so wacker geschlagen hast. Welcher Bambusfäller sollte jedoch schon ein etwas längeres Schwert haben. Glaub mir, damit macht die Sache noch viel mehr Spaß. Komm auch wieder vorbei, wenn du ein längeres Schwert hast. Falls du Lust hast, Bambus zu kürzen, schau jetzt aber hier vorbei. Ja gut, dann machen wir so ein längeres Schwert das nächste Mal. Wir sind wieder raus. So, ja, guck mal hier. Da waren wir gerade. Ich will die einfach mal alle abklappern hier. Mal gucken, wo was ist. Nehmen wir das Ding. Und den nehmen wir weg. Genau. Und los geht's. So. Da kommen wir auch durch, oder nicht? Bestimmt. Dann wird ja keinen Sinn machen. Ab durchs Wurmloch. Ja. Steuern ist auch nicht immer so einfach. Ich wollte die Bewegungssteuer unbedingt mal testen. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich schwöre es euch, beim nächsten Mal mache ich das. Das ist aber richtig. Mal gucken, wie schnell wir werden. Oder ist es da oben drin? Noch irgendwelche. Warum ist es dann so hoch? Ich bin zu tief geflogen. Da müssen wir hin. Oh, bin Gefängnis gelandet. Gefangen. Na gut. Aber wie. Was, mal gucken, was hier steht. Ich bin geschäftlich unterwegs und komme abends zurück. Terry. Ach so, das ist der. Ah, okay. Gut. Dann bringt es das ja nicht so viel. Dann fliegen wir zu dem weiter. Gut, dann gehen wir hier weiter. So. Wir sind da mal hin. Aua. So, was ist das hier? Gibt es eigentlich auch nichts, ne? Und da unten gibt es ja auch nichts mehr. Und oben gab es ja auch nichts mehr weiter, ne? Ja. Okay. Ja. Gut. Also, fragen wir mal kurz, wo wir hin sollen. So, nächstes Ziel. Was war das nochmal?
Tempel der Zeit wird dir die Hüterin im Siegelhain den Weg zu Zelda weisen. Laut Zeldas Begleiterin im Tempel der Zeit wird dir... Okay, aber das Siegelhain, wo ist denn das Siegelhain? Ist das auch hier im Wolkenhort? Ich weiß nicht, wo ich hin soll, das ist das Problem. Fliegen wir einmal hier rüber. Ist das weg? Das nehmen wir auch weg. Okay. Vielleicht müssen wir irgendjemanden fragen beim Wolkenhort. Die sagen uns das ja meistens immer, wo was ist. Das macht zwar vielleicht mehr Sinn, als hier wehrlos durch die Gegend zu klappern und alle Inseln abzuklappern. Würde ich sagen. Gucken wir, wie wir einen finden, mit dem wir schnacken können. So, und runter. So, du kannst mir schon helfen. Hallo Schanzen, Cookie ist immer noch nicht aufgetaucht. Suchst du denn auch wirklich nach ihr, Schanzen? Wie? Du hast sie bereits gefunden? Oh, was für ein Glück, ich bin wirklich erleichtert, dass du sie gefunden hast. Ich wusste, du würdest es schaffen. Du bin ich. So. Sind hier irgendwelche Leute, die mir irgendwas sagen können? Also ein bisschen trostlos, das Dorf hier, ne? Ist doch kaum was los. Wohnen möchte ich hier nicht. Ich treffe ja kaum Leute. War schon wieder diese blöde Katze da. Irgendwas hat das Viech doch im Sinn. Ich muss die da drüben mehr und mehr sagen. Warte mal. Alles. Oho, ich mache mir solche Sorgen. Sie hat sonst immer eine Flasche mit Medizin dabei, falls ihr Vogel sich verletzt. Und heute hat sie vergessen. Meine Schwesterchen wollte sich diese bunte, runde Insel ansehen. Du weißt, sie müsste irgendwo im Südwesten sein. Achso, die ist das, okay. Pass auf, das machen wir auch einfach jetzt mal im Südwesten. Dann suchen wir diese bunte Insel nochmal. Und dann machen wir das mit dem Siegelhain später. Oh, was machst du denn? Man muss springen, ne? Wenn man nicht springt, dann fällt man so dumm runter. Das ist irgendwie auch blöd. Pass ein bisschen besser auf. Was hast du eigentlich in der Schule gelernt? So wirst du dir ein Ritter. Genau, demütige mich noch ein bisschen. Du Affe. So. Stehen wir noch Südwesten. Gucken wir uns mal in Südwesten an. Vielleicht finden wir erstmal diese Tante, die da fehlt. Das heißt, diese runde Insel. Es gibt ja mehrere hier. Vielleicht ist ja auch die gemeint da. Gehen wir zu der mal. Durchfliegen, ein bisschen schneller. Ja. Es gibt ja mehrere Inseln da. Vielleicht ist es die hier, vielleicht ist noch eine andere gemeint. Also mal gucken. Oh, komm schon. Alter, das ist sie doch, die Insel. Ich sehe auch die Tante auch da drauf. Oh, pass auf. Hallöchen, was ist passiert? Muss ich Medizin für dich holen?
Wenn das nicht Chancen ist, gut, dass du hier bist. Mein Vogel hat sich bei uns einen Ausflug verletzt und kann nicht mehr fliegen. Ey, wie konnten wir hier zwar notlanden, aber jetzt kommen wir nicht mehr nach Hause. Ich kann da längst sowieso nicht hier weg, bevor ich seine Verletzung versorgt habe, aber dafür brauche ich Medizin. Und zwar keine für Menschen, sondern spezielle Vogelmedizin. Klar hole ich dir Vogelmedizin. Danke, du bist ein Lebensretter. Vogelmedizin bekommst du von meinem Bruder, geh zu ihm. Bestimmt macht er sich schon Sorgen und wartet im Dorfplatz auf mich. Oh, du hast ihn schon gesprochen, das macht die Sache einfacher. Mein Vogel und ich warten hier. Wie machen wir das so schnell? Das sind auch nur so Hin- und Her-Quests, ne? Oh, mal. Schade. So. Also doch. So, er hat die Medizin. Brauchen wir es für sie. Was? Du hast sie gefunden? Oh nein, ich bring ihr schnell das hier. Du trägst zu viel mit dir rum. Schau mal ein bisschen Platz in deiner Tasche und komm wieder. Was? Toll, jetzt muss ich ja hochgehen und doch noch Platz machen, oder wie? Das ist ja blöd. Was habe ich denn da jetzt Großartiges mit? Hi. Ja, ich weiß, will ich auch gerne. Was trage ich denn mit mir rum, bitte sehr? Da ist doch nichts drin in meiner Tasche. Wieso trage ich denn so viel mit rum? Verstehe ich nicht. Ich steige lieber runter hier. Oder liegt das daran, weil ich nur diese paar Fächer da habe? Na gut. Flasche haben wir weggetan. Raus. Ist ja auch ein bisschen albern, oder? Damit geht es ihr bestimmt bald besser und sie kann nach Hause fliegen. Bring den Trank zu meiner Schwester. Die leere Flasche kann ich behalten, das ist auch nett. So. Fliegen wir nochmal zu ihr. Was ist, ne? Okay. Ja. Da geht's durch. Oh, dann war ich so eine Quest, ne? Gebe ich zu. Ja. Bumm, Klatsch. So. Wow. Ah, Pilzsporn, so ein Glück. Danke, dann kann ich meinen Vogel versorgen. Es wird ihm gleich besser gehen. Da, guck ihn an. Frecher kleiner Vogel. Ich dachte schon, es wäre aus. Du hast uns wirklich aus der Patsche geholfen. Du hast meinen Vogel und mir das Leben gerettet. Tausend Dank. Dafür bekommst du das hier. Du hast 5 Juwelen der Güte erhalten. Ein Juwel der Güte beinhaltet menschliche Dankbarkeit in kristallisierter Form. Hilfst du einem Menschen, erhältst du 5 von denen. Haben wir gut? Wir machen uns dann mal auf den Rückweg. Man sieht sich im Dorf. Gut. Dann können wir mal zu dem Teufel fliegen, wollte ich gerade sagen. Zu dem Dämon. Und der kann uns ja theoretisch wieder was schenken oder geben oder was er auch vorhat. Da hat er ja was. Vielleicht vergrößert er ja unsere Tasche. Das wäre auch nicht schlecht. Mal sehen, was wir von ihm bekommen. So, Wurmloch.
und nochmal der Friedhof. Da hinten. Hui. So. Hab ich was falsch gesehen? Ich bin doch direkt mal Friedhof gelandet, oder nicht? Anscheinend nicht so richtig. Da. So. Hinab zu ihm. Zum Dämon. So. Hallöchen. Guck mal, ich hab... Oh, du hast wirklich viele Juwelen der Güte für mich gesammelt. Ich bin sehr glücklich. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Du hast ein Herzteil erhalten. Sammle 4, um deinen Lebensenergie zu holen. Mir fehlen noch 2. Ich brauche leider noch mehr Juwelen der Güte, um endlich ein Mensch zu werden. Bitte sei so gnädig und hilf mir. Ja, machen wir. Aber jetzt gerade nicht. Zu diesem blöden Siegelhain. Wo ich immer noch nicht weiß, was es ist. So. Wen kann ich denn darüber reden? Muss da irgendjemand wissen, wo das ist? Sie vielleicht hier? Wow. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe, Schanzen. Mein Vogel ist wieder gesund. Hab ich da irgendwas übersehen in diesem Siegelheim? Ist das hier irgendwo? Götterschule? Bartula Göttin? Tunnels Licht. Parkplatz. Vogelstatue. Cookies Haus. Terry. Übungshalle. Statue der Göttin. Ja, nee, hier ist es nicht. Ich weiß nicht, wo das ist. Ist das denn vielleicht beim Wald da? Das hört sich so an. So ein Hain liegt ja meistens in so einem Wald. Vielleicht fressen wir mal. Aber wir können ja so. Oder kann man da wieder reinfliegen in diesen Wald halt, dass man es da findet? Testen wir das mal auf. Ich kann mir nicht vorstellen eigentlich, ne? Wir machen es einfach mal. Wir testen mal, ob es da drin ist. Ich weiß sonst nämlich auch gerade nicht, wo ich sonst hin sollte. So. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da ist, aber so ein Hain liegt ja meistens im Wald. Schauen wir mal. Durch beschrieben wird es ja nicht gerade, oder habe ich irgendwas überlesen? Also ich habe irgendwie nicht gesehen, dass es da irgendwo beschrieben wurde. Oh, Bardo. Was macht er denn da? Schanzenhilfe! Mann, was hat er schon wieder mit mir? Aua. Mir tut alles weh. Hast du nie gelernt, anständig zu landen, Schanzen? Was waren das für winzige Vögel? Ach, guck mal, er ist auch da. Und was ist das da? Ein Corona, Mann. Aber wo? Wo bin ich hier? Was ist das hier eigentlich los? Nachdem Zelda verschwunden war, bist du ständig irgendwo unterwegs gewesen. Ich habe mir gedacht, wenn ich mich an dich ranhänge, finde ich Zelda.
Aber wo sind wir jetzt? Was ist das hier? Was ist das für ein Ort? Weißt du es? Ist Zelda hier? Unter den Wolken sollte doch gar nichts sein, oder wie war das? Der stumme Link. So ganz komme ich nicht bei all dem mit, was du da erzählst. Ist Zelda nun in Sicherheit oder was? Gut, sie ist also in Sicherheit. Sie ist in Sicherheit. Das ist gut, so ein Glück. So, Schanzen. Hier ist eigentlich ganz, ganz nett. Es fehlt nur noch ein toller Name. Hiermit nenne ich dieses Land Badonien. Was sagst du da, Schanzen? Du meinst also, dass die alte Frau in ihrem Tempel dort weiß, wo sich Zelda aufhält? Alles klar, Schanzen. Du hast deinen bescheidenen Beitrag geleistet. Jetzt bin ich dran. Von jetzt an werde ich mich persönlich um die Rettung Zeldas kümmern. Ich werde sie retten und mit ihr in den Wolkenhort zurückkehren. Ich werde um Zeldas Hand anhalten, sie wird ja sagen und wir werden für immer glücklich sein. Du musst dir also gar keine Hoffnung mehr machen. Ich gehe dann gleich mal zu der alten Frau. Viel Spaß noch im Leben, Schanzen. Tja, wir gehen erstmal hier hin und speichern. Und dann werden wir mit der alten Olle, mit der Olsch gleich mal reden da. So, los geht's. Was ist das? Was ist das? Sind das Steine? Warte mal. Na gut, wir gehen mal hier hoch. Wo ist denn jetzt hingerannt überhaupt? Wir gehen mal rein. Gucken, ob sie Oma finden. Was soll das denn heißen? Na los, sag das nochmal. Es tut mir leid, aber du bist nicht derjenige, der Zelda helfen kann. Ihre Bestimmung, die Welt zu retten, wurde schon vor sehr, sehr langer Zeit festgelegt. Blödsinn! Ich, Bardo, soll Zelda nicht helfen können? Warum sollte ich sonst hier sein, hä? Wer soll ihr denn sonst helfen? Was? Der Schwachmat? Das hätte ich mir ja denken können. Du wieder. Natürlich kannst du allein Zelda retten. Ja klar, Schanzen. Lächerlich. Wen interessiert dieses angebliche Schicksal? Ich pfeife auf das Schicksal. Ich glaube kein Wort von diesem Unsinn. Schanzen, hast du Zelda gefunden? Und sie hast du also auch getroffen. Der Name der Frau, die du mit Zelda gesehen hast, lautet Impa. Die Göttin hat sie geschickt, um Zelda beizustehen. Um ihre Bestimmung erfüllen zu können, müssen Zelda und Impa an verschiedene Orte reisen. Aber da Impa das Portal zerstört hat, durch das sie gegangen sind, gibt es nur eine Möglichkeit, ihnen zu folgen. Die Lyra, die Zelda dir gegeben hat, du musst mit ihr die Kraft zunutze machen. Also Schanzen, hast du schon versucht, die Lyra zu spielen? Ich sehe dir an, dass du ein wenig Hilfe brauchst. Keine Sorge, ich kann es dir beibringen. Zuerst solltest du X drücken, um die Lyra in die Hand zu nehmen. Achte auf meinen Haarschmuck und spiele langsamer. Okay, warte. Sehr schön gespielt. Machen wir weiter. Versuche jetzt im selben Rhythmus wie der Lichtkreis zu spielen. Ich singe zu deiner Musik ein Lied. Dieses Lied wird dir auf deiner Reise nützlich sein. Okay. Das
wird ganz witzig. Okay. Alter, ich bin ein musikalisches Genie. Die Hymne der Göttin erlernt. Diese mysteriöse Melodie stammt aus uralten Zeiten. Die Lyra, die du da hast, das ist die Lyra der Göttin. Sie gehörte der Göttin, die einst dieses Land beherrschte. Ihre Melodien vermögen, geheimnisvolle Dinge zu bewirken. Ein wundersames Instrument. Und diese gewaltige Wand, die du hier siehst, das ist das Zeitportal. Es ist das letzte seiner Art, die einzige Verbindung zu der Welt, in der sich Zelda aufhält. Wenn du durch dieses Portal gehst, gelangst du zu Zelda. Aber um es zu öffnen, musst du unzählige Gefahren und Hindernisse überwinden. Schansen, du musst diesen Weg beschreiten, auch wenn er gefährlich ist. Dazu wurdest du von der Göttin auserwählt. Es ist also geschehen. Er hat das Siegel gebrochen. Ich hatte erwartet, dass er auf das Erscheinen des Portals reagieren würde, aber dass das Siegel so schnell nachgibt. Wir reden später, Schansen. Du musst schnell nach draußen, auf den Grund des Siegelhains. Was passiert da? Was ist das? Die Erde, sie bebt! Ah, ein Erdbeben! Schansen, schnell zum Siegelstein in der Mitte des Hains. Wer weiß, wann das Böse erwacht. Du musst dich beeilen. Das Viech. Der Verband. Er hat das Siegel gebrochen. Jetzt musst du erst dafür sorgen, dass er nicht aus seinem Loch entkommen kann. Er darf den Tempel nicht erreichen. So, deine Zähne sind weg. Und jetzt? Ach, da hinten auch noch Zähne, okay. Oh, schnell weg. So, das ist natürlich gut, ne? Die Zehennägelstutze. Geht da hoch oder? Ne. Nach vorne rennen. Da hoch, das ist auch uncool. Ich höre seine Zehen wieder unten.
So. Und nach vorne laufen. Was muss ich jetzt machen, ist die Frage. Hier wieder nach oben, jetzt müsste ich doch eigentlich den... Versteht sich ganz? Okay. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Oh ja. Ich glaube, ich hätte da irgendwie raufkommen müssen oben oder so, ne? Wahrscheinlich. Ah. Oh, Mist. Ja, das ist auch was. Ja, schneller. Oh, Mist. Oh, ich muss das irgendwie anders lösen gerade. Oh, jetzt wird's eng. Mann, warum hau ich nicht? So. Lass uns überholen hier. Was war das? Oh, ich hab keine Energie mehr. Oh, nee. Nein. Ich muss das warten, was ich mache. Oh, ich fahre hier bloß nicht runter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Lösung ist. Der fällt ja immer wieder nach oben. Nur nach vorne rennen. Das kann doch nicht sein, oder? Ist das die Lösung? Nee. Was macht er jetzt? Dreimal haben wir ihn erwischt. Wieder rein verbannt in seinen Stein oder was? Wahrscheinlich. Ah, gut, er wird wieder reingeschickt. Und der Propfen kommt drauf. Los, Schanzen. Lenke den Himmelsstrahl auf den Siegelstein. Schnell! Oh. Versiegelt. Oder? Wahrscheinlich. Wow. Ziemlich cool. Na, Baro. Sehr gut, Schanzen. Oh.
Auch wenn er gerade erst erwacht war, ist er beeindruckt, dass du es geschafft hast, ihn wieder in sein Gefängnis zu besiegeln. Leider wird er es immer wieder versuchen, aber zumindest hast du uns Zeit verschafft. Oh, müssen wir schon ein paar Mal mehr machen. Diese Bestie ist der Verbannte, ein mächtiges und furchtbares Ungeheuer, die Geißel dieser Welt. Er wird nicht aufgeben und immer weiter versuchen, das Siegel, das ihn hält, zu brechen. Du hast nur wenig Zeit, dir die auffällige Bestimmung zu erfüllen. Komm mit, Chandan, es gibt viel zu bereden. Tja, ich bin auserwählt, nicht du, Bardo. Wie du siehst, ist das Portal im Moment geschlossen und sieht aus wie ein ganz gewöhnlicher Stein. Es ruht. Um es zu wecken, benötigt man eine besondere, eine sehr starke Kraft. Diese Kraft. Diese Kraft ist das heilige Licht, der Himmelsstrahl, der von deinem Schwert ausgeht. Leider besitzt dein Schwert im Moment nicht die Kraft, das Portal zu öffnen. Damit du das Portal öffnen kannst, müssen dein Schwert und du noch an Stärke gewinnen. Der Wald von Firone, der Vulkan Eldin und die Wüste Ranel. Du musst die an diesen Orten verborgene heiligen Flammen finden und dein Schwert in ihnen reinigen. Nur wenn es von diesen Flammen gesegnet wurde, erhält dein Schwert die benötigte zusätzliche Kraft. Hinweise zu den drei Flammen sind in der Hymne der Göttin verborgen, die in deiner Heimat Wolkenhort gesungen wird. Finde diese Hinweise und mach dich auf die Suche nach den heiligen drei Flammen. Kehre zuerst zum Wolkenhort zurück. Es muss dort jemanden geben, der diesen Text des Liedes kennt. Okay. Ja, Zelda kennt das, was ist da, du Heini? Es tut weh, das zugeben zu müssen, aber das Mütterchen hat wohl recht. Ich kann Zelda nicht helfen. Urteile nicht vorschnell. Du wirst sehen, auch du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Geh nun, Chansen. Um Zelda zu retten, musst du deinem Schicksal vertrauen. Spiel wird gespeichert. Sehr gut. Gut. Gehen wir raus hier. Und geh zurück in den Wolkenhort. So. Passiert hier draußen irgendwas? Bardo. Ach, der Bardo. Ah, nichts habe ich tun können. Einfach gar nichts. Oh, verdammt. Verdammt. Warum? Warum? So, hinter mir herrennen und gucken, was er macht. Warum er die Wand anklopft? So, wir werden jetzt reden mit ihm. Wie? Was? Ich bin einfach zu nichts zu gebrauchen. Ah, hast recht. Gut. Ich muss ein paar Herzen einsammeln hier. Huch. So, und dann, so, reisen wir zurück, ne? Huch. In die Richtung. Hier haben wir einen Speicherstein, wo ich auch mitfliegen kann. Es wäre wesentlich einfacher, als den ganzen Weg jetzt hier rumzurennen. Ich renne trotzdem einmal rum. Mal gucken. Gucken, ob wir irgendwas sehen. Im Endeffekt egal für euch. Wir können da vorne speichern gleich. Aber für euch ist es eigentlich egal, denn dies wird jetzt sozusagen das Ende sein. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich fliege zurück zum Wolkenhort. Oh, da komme ich gleich rüber. Okay. Ja, hier auch. So. Ach, was?
Kann ich jetzt absichtlich nicht längs? Oder was? Das ist schon blöd. Wieso? Hä? Wieso können die denn jetzt nicht da? Da ist ein Gitter davor, damit man nicht da hin kann. Das ist ja frech. Was kann ich mit ihnen hier machen? Wie? Hä? Oh Gott, wir kommen hier nicht weg. Nun gut, wir machen trotzdem beim nächsten Mal hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.